Die Lenneuferstraße in Altena ist überflutet und derzeit zwischen Makana und Küstersort gesperrt. In der Nacht zum Montag hatten Baubetriebshof und Ordnungsamt alle Hände voll zu tun, denn bevor die Lenne über das Ufer schwappt, wurden Pkw-Halter per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, ihre Fahrzeuge wegzusetzen. 3 Autos mussten abgeschleppt werden. Am Morgen hat der Lennepegel den Stand von 2,60 Meter erreicht. Durch den hohen Wasserstand der Biggetalsperre, bei der noch alle Schleusen dicht sind, werden jetzt etwa 110 Kubikmeter Wasser pro Sekunde zurückgehalten. Wie lange das noch so weitergehen kann, hängt von der Witterung ab. Das Ordnungsamt Altena rechnet aber damit, dass das Hochwasser an der Lenneuferstraße über die Weihnachtsfeiertage erhalten bleibt.